Herzlich willkommen zum Spitzenspiel der ersten Kreisklasse zwischen dem Tabellenzweiten von der SG Hameln 74 und dem Liga-Primus vom TSV Nettelrede. Nur 3 Punkte trennen die beiden Teams in der Tabelle. Das war hier also ein entscheidendes Match. Im Hinspiel gab es einen recht klaren 4:1 Sieg für Nettelrede. Und auch heute ging es gut los für das Team von Stefan Schwanz. 6 Minuten gespielt. Jos Hohmeier, der Top-Torjäger der Liga, gewinnt das Kopfballduell, bringt die Kugel im gegnerischen Netz unter und das ist die frühe Führung für die Gäste aus dem Nordkreis 0:1. Der Spitzenreiter ließ hier von Beginn an keine Fragen offen, zeigte sich äußerst angriffslustig und legte nur kurze Zeit später nach. Roman mit einer schönen Flanke auf wen? Auf Hohmeier natürlich. Sein 2. Treffer nach nur 12 gespielten Minuten 0:2. Und die Rot-Weißen waren hier einfach nicht zu bremsen. Aldin Dedic steckt durch für Jos Hohmeier und sein Abschluss ist wieder mal ganz große Klasse. Er lässt es so einfach aussehen. 0:3 nach 24 Minuten. Die 74er schlicht und einfach überrannt. In der 31. Minute folgte jedoch ein Lebenszeichen. Der Platzherren Jonathan wird von Hohmeier im letzten Augenblick gestört. Und so ist dieser Ball kein allzu großes Problem für Niklas Herfeld. Bei den Hamelnern machte sich nun natürlich ein wenig Frust bemerkbar. Sehr raus einsteigen von Erhan Yalcin gegen Martins. Der Schiedsrichter deutete das Ganze allerdings als einen fairen Zweikampf. Julian Martins konnte danach aber auch weiterspielen. Das Ganze also nicht allzu dramatisch und der Fokus bleibt auf dem Mann mit der Nummer 11. Der dient hier nämlich in der 40. Minute als Vorbereiter für Jos Hohmeier natürlich. Der Hattrick reicht ihm nicht. Der macht einen Viererpack draus. 0:4. Mit den 4 Gegentreffern waren die 74er recht gut bedient, denn Nettelrede hatte einige Chancen, um das Ganze durchaus höher zu gestalten. So ging es mit dem Spielstand von 0:4 in die Pause und auch nach dem Seitenwechsel erwischte der Liga-Primus den besseren Start. Gerade mal 11 Minuten gespielt nach dem Wiederanpfiff. Jos Hohmeier kann nicht nur Tore schießen, der hat auch das Auge für den Mitspieler. Bedient hier Kai-Uwe Werhahn und es steht 0:5 nach 56 Minuten. Insgesamt wirkten die Platzherren aber deutlich stabiler in der zweiten Hälfte. Sie stellten das Fußballspielen nicht ein und wurden dafür belohnt. Erhan Yalcin verkürzt auf 1:5 in der 59. Minute. Respekt an die Hamelner, die machten hier einfach weiter und nur 6 Minuten später folgte bereits der nächste Treffer der Schwarz-Roten. Erhan Yalcin schnürt den Doppelpack nach guter Vorarbeit von Mohamed Zeiter. Ja, der Yalcin war jetzt richtig heiß, der hatte Bock auf mehr, der hatte Blut geleckt und da fehlt nicht viel zum Hattrick in der 72. Minute. Da wäre es vielleicht nochmal spannend geworden. So ließ der TSV jedoch nichts mehr anbrennen. Jos Hohmeier nochmal mit einer richtig schönen Aktion zum Ende des Spiels. Kann sich gegen 2 Mann super durchsetzen, trifft den Ball allerdings nicht mehr richtig. Und so bleibt es beim 2:5. Ein klarer Sieg für Nettelrede mit entscheidendem Charakter. Es folgen Stimmen zum Spiel. Ja, es ist ganz einfach. Vorm Spiel sind wir total nervös. Die erste Halbzeit, ist klar, da gehen sie 4:0 in Führung. Also da muss ich so sagen, in der ersten Halbzeit, da pennen wir. Die Tore, die gefallen sind, sind individuelle Fehler. In der zweiten Halbzeit kommen wir zurück und verkürzen noch auf 5:2. Und da sind wir mit der ersten Halbzeit sind wir nicht zufrieden, aber mit der zweiten Halbzeit ist es okay. Wird die Meisterschaft noch ein Thema bei euch sein? Aber hundertprozentig. Also ich muss erstmal von Anfang an sagen, dass das ein klasse Spiel war von beiden Mannschaften.
In der ersten Halbzeit, also hat man ja auch nach dem 4-0 dann schon gesehen, dass wir klar im Drücker waren. Aber wir hätten uns auch nicht beschweren können, wenn SG zwei Tore oder ein Tor gemacht hätte. Zweite Halbzeit, die ersten 20 Minuten war SG meiner Meinung nach besser. Wir haben dann auch in der Mitte gewechselt, vielleicht lag es daran. Am Ende sind wir dann nochmal ein bisschen gekommen, obwohl es dann eigentlich zweite Halbzeit komplett ausgeglichen war dann. Aber im Großen und Ganzen ist der Sieg verdient und die zwei Tore für SG auch. Ich finde, SG ist eine super Truppe. Haben auf jeden Fall den zweiten Platz da oben klar verdient. Wir konzentrieren uns darauf, jedes Spiel jetzt zu gewinnen und dann sehen wir weiter.